mache ich Parkour-Hindernisse überwinden auf dem Spiel GTA 5. Und vom Spiel her ist die Kulisse so wie im echten Leben. Vom echten Leben zum Spiel und andersrum dann auch. Dann passt es ja total. Und außerdem ist es wie im echten Leben. Also, ja, dann passt es definitiv total. Normalerweise würde ich Parkour-Hindernisse überwinden, im echten Leben machen mit so einer Kameraperspektive, aber wie soll ich die dann so gut haben wie im echten Spiel? Deswegen lasse ich sie lieber im echten Spiel. Vielleicht ist es ja so, dass ich dann vom Spiel aus übe und dann mal wirklich Hindernisse Parkour überwinden mache. Also mit so einer Kameraperspektive, sonst habe ich schon ein Parkour gemacht. Ja, deswegen war das erstmal andere Perspektive, hat aber auch Spaß gemacht. Deswegen mache ich jetzt vom Spiel aus die Kameraperspektive, die man noch super gut sieht. Aber die Person zu sehen ist, wie die halt irgendwas macht. Und ja, Parkour-Hindernisse überwinden. Das mache ich auch hier im Spiel. Wie im echten Leben. Aber jetzt das gleiche GTA 4. Yep. Und da mache ich das jetzt auch. Hindernisse überwinden, Parkour. Ist aber auch richtig super cool. Und ich stelle es mir auch so vor, so wie leicht es ist, dass ich es auch im echten Leben hinkriege. Dann passt es auch total. Wenn es leicht ist. Und das sieht schon leicht aus. Irgendwie schon, ja. Warum das definitiv. Ist aber viel zu leicht. Ja. Alle Hindernisse gegen die überwinden und so weiter. Auch richtig super gut. Spaß natürlich ein Videospiel. Aber ich und ihr stellt euch vor, als wäre das vom echten Leben aus. Aber vom Spielkulisse ist auch vom echten Leben andersrum auch ein Spaß der total. Aber das habe ich alles schon gesagt. Jetzt klettere ich in die Leiter rauf, bei Leiter übrigens. Ich dann wieder hoch zum Dach komme. Dann überlege ich erstmal, ob ich zu der Vorleiter runtergehe oder zu einer Vorleiter runtergehe und ich habe die andere genommen. Lege ich halt runter und ja, dann gehe ich noch ein Gebäude rauf und anderen Hindernisse über den Parcours waren das Beste. Da laufe ich hier herum, aber ist eigentlich auch das gleiche, nur fast halt. Ja, fast. Dann von unten nach oben mit dem Gebäude. Und vor allem das war's. Ciao.